Und ich glaube, du gehörst auch zu denjenigen, die zwar irgendwo grundsätzlich schon wissen, dass wir uns mit unseren Gedanken unsere Lebenswirklichkeit erschaffen und dass wir eigentlich immer positiv denken wollen, aber es uns nicht gelingt. Dann bist du hier also heute Morgen genau richtig. Oder ja, du rutschst einfach immer nur ab wieder in dieses negative Gedankenkarussell. Und hast vielleicht ausgerechnet jetzt auch noch das Gefühl, mit jetzt meine ich die aktuelle Situation, die da draußen gerade herrscht, dass auch noch vielleicht ein Stück weit sogar ja, das Urvertrauen ins Leben dir verloren gegangen ist. Weil sich alles irgendwie vielleicht nur noch wie ein Kampf anfühlt. Dann bist du hier genau richtig heute Morgen. Herzlich willkommen zum Sonntag-Live-Training. Liebe Melanie, wunderschönen guten Morgen. Weil ich würde dir jetzt gerne ein paar Tools und Techniken mit an Hand geben, wie du wirklich das Gedankenkarussell verlässt, immer und immer wieder. Vor allem auch, wie du ganz schnell merkst, dass du wieder da drauf hockst, wie du wieder zurückfindest zu dem tiefen Vertrauen, Urvertrauen in dich und das Leben, das definitiv in dir noch verankert ist. Es ist nur verschüttet. Und vor allem würde ich gerne mit dir sprechen, wie du jetzt aufhörst zu kämpfen und deine innere Stärke wieder entfaltest. Hallo, liebe Tina, wunderschönen guten Morgen. Danke auch für die Herzlein. Das freut mich. So, ich muss mir mal gerade noch was zum Urvertrauen hier notieren, damit ich das nicht vergesse. Das würde ich dir nämlich auch noch gerne mit auf den Weg geben. Wie ist das? Die schwächste Tinte ist immer noch stärker als das stärkste Gedächtnis. Das habe ich bei meinen Notizen hier nämlich nicht mit drauf. So. So. Okay, gut. Jetzt haben wir es. Genau, also das sind so die Themen. Danke auch für eure Beiträge. Der ein oder andere hat mir ja hier geschrieben, wie die Antje zum Beispiel, dass es in der Tat so sich immer blockiert fühlt. Da gebe ich dir nachher auch noch ein paar Aspekte mit auf den Weg. Oder die Marion hat geschrieben: Guten Morgen, liebe Marion. Jetzt sehe ich gerade, dass du auch zugeschaltet bist aus Frankfurt. Liebe Grüße nach Frankfurt. Und das kenne ich nur zu gut auch von mir, noch aus meinem früheren Leben, dass man Dinge immer gerne deuten möchte und manchmal oder manchmal auch oft keine Impulse dazu bekommt. Da werde ich also auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Liebe Victoria, wunderschönen guten Morgen. Und die Gisela hat auch geschrieben, dass sie so das Gefühl hat wohl, dass alles Sicherheiten, mit denen wir auf die Welt gekommen sind, jetzt irgendwie wegfallen. Auch da gehe ich noch gerne drauf ein. Genau, Lubomira hatte noch geschrieben, das größte und schönste Thema für mich ist, mein Ego zu verlassen, kein Geldthema, Sicherheit und so weiter. Lubomira, wenn du zuschaust, vielleicht magst du es ein bisschen konkreter machen, dass ich dir da auch hier wirklich was zu sagen kann, weil ich kann da einfach vielleicht was reininterpretieren, was du damit meinst, aber wenn du zuschaust, gerne das noch ein bisschen konkreter machen. Ja? So, Martina, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Dieses liebe Gedankenkarussell, eigentlich ist es ganz einfach, es zu verlassen und doch so schwer. Eigentlich ist es nur eine Entscheidung zu sagen, wie bei so einem, wenn du dir vorstellst, so ein Kinderkarussell, das immer so im Kreis fährt und du sitzt auf einem dieser Pferdchen, die es da immer gibt, oder da gibt es ja auch die Prinzessinnenwagen, wo man da hockt. Eigentlich ist es nur eine Entscheidung, aufzustehen und das Karussell zu verlassen. Aber so einfach ist es dann nicht, diese Entscheidung wirklich zu treffen, weil uns irgendetwas da immer wieder innehat. Und da würde ich gerne mal mit dir hinschauen, erstmal der allererste Schritt da in die nächste Richtung zu gehen oder in die nächste Richtung zu gehen, sondern wirklich in die Richtung zu gehen, wo du hin willst, und zwar stabil, ist es überhaupt mal bewusst zu machen nochmal,
warum das denn so ist. Wenn wir so das Licht dieser Welt hier erblicken, wenn wir aus dem Bauch von der Mama auschecken, dann bringen wir schon mal eines mit in unserem Unbewussten, ist das verankert. Das sind die sogenannten fundamentalen Glaubenssätze. Da ist alles drin an Prägungen, an Dateien, ähnlich wie bei einem Computer, was wir schon, bevor wir überhaupt ausgecheckt haben, alles mitbekommen haben. Sei es, wir hatten ja noch kein eigenes Ich-Bewusstsein zu dem Zeitpunkt, sei es, dass wir karmische Dinge mitgebracht haben. Wenn ich jetzt diese Dinge erwähne, bitte nur zum Bewusstmachen. Ich möchte dich auf keinen Fall dazu animieren, irgendwo nochmal in der Vergangenheit rumzuwühlen und da nochmal eine Aufstellung zu machen und da nochmal zu gucken, geschweige denn zu glauben, wenn du jetzt dich jetzt heute dafür entscheidest, dich auf den Weg deines Herzens zu begeben, dich auch von dem Glaubenssatz zu lösen, das habe ich gerade die Woche nochmal gehört. Ich habe jetzt wirklich so zwei dicke Brocken noch in meinem Leben, die muss ich jetzt zuerst lösen. Erst dann kann ich mich auf den Herzensweg begeben. Dann geschieht nämlich eines, dann gibt das eins das andere und dann sind wir immer nur am Lösen und zurückblicken und nochmal gucken und da nochmal gucken. Das braucht es im jetzigen Wassermann-Zeitalter, in dem wir definitiv sind, in unserem goldenen Zeitalter, das braucht es nicht. Es ist eine Entscheidung. Machen wir nachher auch gemeinsam noch. Okay? So, also bei den fundamentalen Glaubenssätzen waren wir. Wenn wir alles, was wir wahrgenommen haben im Bauch von der Mama, hat sich in unserem Unbewussten eingepflanzt. Alles, was sie gefühlt hat, was sie gedacht hat, was sie ausgemacht hat, alles. Wir hatten kein eigenes Ich-Bewusstsein, ist alles tief in unserem Unbewussten eingepflanzt. Als sogenannte fundamentale Glaubenssätze haben wir das übernommen. Und dann haben wir, alles ist ja eine große Energie. Natürlich noch ganz viel energetische Dinge, sei es aus früheren Leben, aus unseren Ahnen, woher auch immer, das haben wir auch mit hierher gebracht. Wenn wir dann das Licht der Welt erblicken, die allererste Prägung, die wir da schon mal bekommen haben, ist, ich bin ganz klein, die anderen sind ganz groß, ich kann gar nichts, die anderen können alles. Und da haben wir eine Vielzahl von Mustern, von Prägungen, von Glaubenssätzen, die letzten Endes im nächsten Schritt auch zu unseren ganzen Gedanken, zu diesem Gedankenkarussell, das wir haben, führen. Da ist dann vieles, was wir an Erfahrungen machen, auch in der Kinderstube, das sagt, wie so ein Trichter kannst du dir das vorstellen, das sagt alles ungefiltert hier rein. Wir nehmen das alles auf, wir saugen das alles auf. Das sackt dann ins Unterbewusstsein und im Laufe der Zeit noch tiefer ins Unbewusste. Und dann kommt noch etwas dazu, was dich hier ausmacht. Warum sage ich das so vehement? Sonst wärst du nicht hier in der Gruppe, sonst wärst du nicht in meinem Umfeld, in meinem Universum hier drin, weil alles, alles, alles geschieht auch nach dem Gesetz der Anziehung. Du bist sehr wahrnehmend, du bist sehr feinfühlig, du bist sehr sensibel. Vielleicht würdest du dich sogar als hochsensibel bezeichnen. Und diese feinen Antennen, die hattest du insbesondere als Kind noch ganz, ganz ausgeprägt. Nur, man hat dir, man hat uns nicht beigebracht, diese Feinfühligkeit, dieses Hochsensibelsein, diese Wahrnehmung, es uns zu erlauben. Vielleicht haben wir mal uns es erlaubt, in der Kinderstube mal zu versuchen oder den Versuch gestartet, zu unserer Meinung zu stehen. Aber wie schnell ist es dann passiert, dass Mama oder Papa, keine Elternschelte, da uns ihre Meinung aufgedrückt haben und wir angefangen haben,
nicht mehr an uns selbst zu glauben. Vor allem auch inzwischen angefangen haben, dann oder im Laufe der Jahre angefangen haben zu glauben, mit uns ist was falsch, also mit dir ist etwas falsch. Und so sind wir hingegangen, haben entweder diese Wahrnehmung, diese Feinfühligkeit, dieses Sensibelsein, dieses sogar Hochsensibelsein, ja, Marion, danke, du bestätigst mir das gerade, unterdrückt, erlauben es uns nicht mehr, glauben sogar, dass es ein Handicap ist und vor allem nehmen die Gedanken und diese Energien, Gedanken sind ja nicht nichts, Gedanken sind ja eine Form von Energie, nehmen diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Schrott wahr, was das Umfeld denkt und was da in diesem ganzen universellen Feld hier jetzt rumschwirrt und glauben dann auch, dass es unsere eigenen Gedanken sind. Du kannst dir das, um es jetzt bildlich mal, ich versuche es mal bildlich auf den Punkt zu bringen, vorstellen, das ist alles wie in einem riesengroßen Pott, da fällt das alles rein. Deine Gedanken, die aber letzten Endes du nur für deine Gedanken hältst, zu 97% oder vielleicht auch noch mehr, zu 98, 99% sind es überhaupt nicht deine eigenen Gedanken, sondern sind es die Gedanken, die aus deinem Unbewussten, aus diesem ganzen Kram, was du mal aufgenommen hast, hervorploppen aus diesem großen Pott. Oder, es sind Gedanken, die du aufnimmst, gerade weil du so wahrnehmend bist, gerade weil du so sensibel bist, was andere in deinem Umfeld denken. So, das Wunderbare jetzt dabei ist, dass du jetzt, das ist die erste Einladung für dich jetzt, dass du dich jetzt dem Gedanken öffnest, der Großteil deiner Gedanken, 97, 98, vielleicht sogar 99% von den Gedanken, die du bis eben noch gedacht hast, sind nicht deine. Es sind nicht deine. Es sind Gedanken, die aus diesem großen Pott kommen, die irgendwie auf irgendwelche Art und Weise dich denken lassen und so hockst du auf diesem Gedankenkarussell. Ja? Eine Übung würde ich jetzt mit dir mal gemeinsam hier machen. Schließ mal deine Augen. Atme mal zwei, dreimal tief aus. Gerne auch so durch den Mund, so. Mach dich leer. Wunderbar. Nimm mal die Sitzfläche wahr, auf der du hockst. Beide Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast. So, und jetzt lass mal deinen Gedanken einfach freien Lauf. Beobachte jetzt mal deine Gedanken, egal was es ist, ob du ans Frühstück denkst, ob du an leckeren Kaffee denkst. Ob du denkst, was die jetzt hier vor der Kamera alles wieder von sich gibt, völlig egal. Lass einfach mal alles zu. Ob du an die Bügelwäsche denkst, die du heute noch machen möchtest, völlig egal. Einfach mal zulassen. Einfach mal diesen Gedankenkreislauf, diesen Gedankenkarussell, wie auch immer wir das jetzt hier nennen möchten, freien Lauf geben. Beobachte jetzt mal deine Gedanken. Wunderbar.
Und jetzt lass mal die Frage auf dich wirken und sei dann ganz bei dir in deiner Beobachterrolle. Lass die Augen weiter geschlossen. Ich habe sie auch geschlossen, auch wenn ich jetzt rede. Lass mal die Frage auf dich wirken. Wo kommt der nächste Gedanke her? Und welche Farbe hat der nächste Gedanke? Wo kommt der nächste Gedanke her? Na, ganz neugierig. Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Was hast du jetzt bemerkt? Mach mal deine Augen wieder auf. Was hast du jetzt bemerkt? Hallo liebe Bettina, guten Morgen, Nicoletta, guten Morgen, liebe Sabine, wunderschönen guten Morgen. Was hast du jetzt bemerkt? Als du dir die Frage gestellt hast, wo kommt der nächste Gedanke her? Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Schreib es mal rein. Bin jetzt mal neugierig. Schreib das mal rein, damit ich dir dazu jetzt auch mal was noch mit auf den Weg geben kann. Weißt du, das, was ich hier immer so von mir gebe, ist das eine. Aber wenn du selbst so die Erfahrung machst, das ist das andere. Deshalb hatte ich jetzt so diesen spontanen Impuls, dir mit dir diese Übung jetzt hier live zu machen, statt sie dir einfach nur so mit auf den Weg zu geben. Schreibt es mal rein, ihr Lieben. Wo kommt der nächste Gedanke her? Welche Farbe hat er? Was ist da aufgekommen? Hallo, wach am Sonntagmorgen. Ich warte. Ich weiß, es dauert hier immer ein bisschen, bis ich die Kommentare angezeigt bekomme. Schreib es mal rein. Kam kein Gedanke, Martina. Sehr schön. Hat noch jemand eine Erfahrung gemacht? Sehr gut beobachtet, Martina. Hat noch jemand eine Erfahrung gemacht? Kommt, einer von euch hat noch eine Erfahrung gemacht und teilt es hier. Schreib es einfach nur in einem Wort, zwei Wörter, egal. Im ersten Gedanken erstmal nichts wie Leere. Sehr schön, Marion. Wunderbar, perfekt. Das ist nämlich das Geniale. Wenn du mal merkst, das Gedankenkarussell ist mal wieder so aktiv. Wusch, 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 wusch. Dann hockst dich einfach hin, ziehst dich mal einen kurzen Moment zurück, Augen zu, für ganz kurz wirklich nur 15 Sekunden, 30 Sekunden Gedankenkarussell beobachten, was denkst du alles in dir? Und dann stellst du dir einfach im Geiste die Frage, wo kommt der nächste Gedanke her? Und diese Frage, welche Farbe hat der nächste Gedanke, ist deshalb so hilfreich, weil da setzt der Verstand, das Ego, das setzt da einfach aus, wie, welche Farbe soll der nächste Gedanke haben. Und diese Erfahrung hast du jetzt hier gemacht, Marion und Martina und die anderen, die hier jetzt dabei sind, auch die, die es später im Replay anschauen, dass erstmal nichts kam. Und das ist so dieser Zustand, wo du im reinen Bewusstsein bist, wo du in deinem wahren Wesen bist, das würde nämlich gar nicht diesen ganzen Schrott denken, was andere denken, was du bislang noch gedacht hast, außerhalb deines wahren, unendlich großen Wesens. Das ist eine wunderbare Übung, die du machen kannst, um dieses Gedankenkarussell einfach mal für einen Moment zu verlassen und mal wieder so ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Ja? Du kannst dir da einfach vorstellen, Augen schließen, Kurzgedanken wahrnehmen, wo kommt der nächste Gedanke her? Wow, und dann einfach mal da eintauchen. Ach, wie schön ist diese Ruhe. Ja? Okay. Und dann geht es im nächsten Schritt. Und das ist Übung, das ist Training, dann macht es die Wiederholung. Das ist etwas, was du dir wirklich einfach aneignen darfst. Da kommst du nicht drum rum, wenn du
die Meisterschaft in irgendeinem Sport, keine Ahnung, was erreichen möchtest, kommst du nicht drum rum zu üben, zu üben, zu üben. Egal, wenn du ein Instrument lernen möchtest, du kommst nicht drum rum zu üben, zu üben, zu üben. Und so ist das hier auch, dieses Gedankenkarussell zu verlassen. Du darfst dich darin üben, deine Gedanken zu beobachten. Ein Bild, was mir da hilft, immer ist, dass ich mich quasi neben mich stelle. Und oder mir auch nimm das, wenn du so sehr visuell angehaucht bist, nimm auch gern das Bild, dass du dir vorstellst, wie so ein Kätzchen. Das Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, weil hier auf Zypern gibt es ganz viele, viele, viele Katzen. Wie so eine Katze, die vor dem Mauseloch hockt, ganz neugierig, wann das Mäuschen da rausspitzt. Ja? So. Und so beobachtest du deine Gedanken. Und bei jedem Gedanken, der kommt, denkst du, ah, das ist ja ein interessanter Gedanke. Will ich den glauben? Oder ist das nur eine interessante Ansicht? Ah, das ist ja ein interessanter Glaube. Will ich dem glauben oder ist das jetzt nur eine interessante Ansicht? Wenn du sagst, ja, will ich weiter glauben, triff eine Entscheidung. Glaubst du den Gedanken weiter? Zu 99% wird kommen, oh, das ist ja eine interessante Ansicht. Will ich das weiter glauben? Achtung, noch eine Frage dazu. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen komplex, aber wenn du es dir mal angeeignet hast, es ist wie Autofahren. Du hockst dich ja auch in dein Auto, überlegst, nimm mal einen Zündschlüssel und tralala, Kupplung treten, Rückspiegel, Schulterblick, was auch immer. Ist Automatismus, so ist das hier auch. Es ist einfach nur das Training. Wenn ein Nein kommt, ach so, diese Frage wollte ich dir noch mit auf den Weg geben, Entschuldigung. Wenn ich das jetzt weiter glaube, was es gerade in mir denkt, diesen Gedanken, den ich gerade wahrgenommen habe, wenn ich das jetzt weiter glaube, bringt mich das dahin, wo ich wirklich hin möchte? Oder lässt es mich eher stillstehen? Wenn da die Antwort kommt, nein, das bringt mich definitiv nicht in mein traumhaftes Leben, wo ich hin will, dann frag dich, was will ich stattdessen glauben? Und formuliere das sofort um. Okay, nochmal, Gedanken beobachten. Ah, interessanter Glaube. Was nehmen wir da? Es läuft ja gerade im Moment die Moni Freude Challenge. Das sind ja wirklich sensationelle Dinge auch am Entstehen. Eine Teilnehmerin von jetzt auf gleich 2000 Euro manifestiert, einfach so aufs Konto geflossen. Einen Job in einem mehrfach fünfstelligen, mit einem mehrfach fünfstelligen Einkommen generiert. Also ja, nimm mal das. Angenommen, es kommt der Gedanke auf, Geld zerrinnt mir wieder zwischen den Fingern. Es geht wieder vom Konto mehr ab, als reinkommt. Ah, ist ja interessanter Gedanke. Will ich das jetzt glauben? Weil immer nach unserem Glauben wird dir geschehen. Achtung, der Verstand, der darf jetzt auch als Beobachter da sein. Der wird natürlich rebellieren und dir vielleicht sagen, sag mal, bist du jetzt ganz bescheuert? Dein Kontostand schaut so und so aus. Und du willst dir jetzt einreden, es ist anders. Es geht nicht darum, dass du dir eine Situation, ja, wie soll ich sagen, dass du dich der Situation entziehst, sondern es geht darum, dass du dir bewusst machst, dass du dir mit deinen Gedanken deine Lebenswirklichkeit im Außen erschaffst. Und nach deinem Glauben wird dir geschehen. Ein altes Bibelgesetz, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Wenn du jetzt weiter diesen Gedanken denkst, es fließt immer mehr ab von meinem Konto, als zufließt. Dann sagt das Universum da draußen, okay, ja, willst du es so haben, kannst du haben, also lass mal wieder weiter abfließen.
Wenn du aber sagst, nee, das will ich nicht weiter glauben, das ist eine interessante Ansicht, was will ich stattdessen ab jetzt glauben? Dass zumindest jetzt, so habe ich ja mal angefangen, als ich aus meinem Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst raus bin, ich will jetzt glauben, dass wenigstens zweimal im Monat eine vierstellige Summe auf mein Konto fließt. Eine mehrfach vierstellige Summe. Und dann habe ich angefangen, dass das mal jede Woche der Fall ist und dann eben auch jeden Tag. Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Dein Verstand, dein Denker, das Ego darfst du hier bitte immer, immer auch als Beobachter einsetzen. Weil der Verstand, das Ego, der Denker, dem sind wir auch so aufgesessen. Das Ego will regelrecht darum kämpfen, die Macht zu behalten. Und jetzt geht es auch nicht darum, das Ego den Denkern den Verstand ganz auszusetzen, sondern ihn als Diener einzusetzen. Der Verstand ist ein guter Diener, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ich denke jetzt gerade viel zu viel zusammen, deshalb stocke ich. Liebes Ego, lieber Verstand, lieber Denker, netter Versuch, dass du mir das jetzt einreden möchtest, dass das nicht jetzt in eine andere Richtung geht, dass ich das jetzt nicht glauben darf. Lass uns mal gemeinsam machen. Ich verstehe dich, du darfst beobachten. So kannst du mit deinem Denker immer im Zwiegespräch sein. Ja? Also, beobachte deine Gedanken, frag dich, ah, das ist ja ein interessanter Gedanke. Will ich den jetzt glauben? Will ich ihn weiter glauben? Oder ist das jetzt nur eine interessante Ansicht, das weiter zu glauben? Ist es wirklich mein Gedanke? Nee, ist ja gar nicht mein Gedanke. Was will ich stattdessen glauben? Ich will jetzt glauben, dass Geld voller Freude und Leichtigkeit ab sofort wenigstens zweimal im Monat in der Summe zu mir fließt. Und das kannst du mit allem machen. Mit allen Gedanken. Alles, was du jetzt im Außen vorfindest, es war immer erstmal ein Gedanke da, den du für wahrgenommen hast, den du für wahrgehalten hast. Nur so ist die jetzige Lebenswirklichkeit entstanden. Und im Hinblick auf das Ego, auf den Denker. Als ich angefangen habe, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, wirklich Wohnsitz in Deutschland aufzugeben und Zypern hier ins Spiel kam, ich wusste ja vor 2 Jahren noch gar nicht mal so richtig, wo liegt Zypern und, und. Oder vor 3 Jahren, also länger ist es noch nicht her. Und wir dann hier waren und beim Steuerberater waren und auf Wohnungssuche waren und solche Dinge. Was glaubst du, wie oft mein Denker, mein Verstand mir gesagt hat, bist du jetzt größenwahnsinnig, bist du jetzt verrückt und keine Ahnung, was der mir alles immer und immer versucht hat zu erzählen. Ich hab das so gemacht. Das ist eine interessante Ansicht, was du mir jetzt gerade erzählen willst. Also wenn ich so nach links gucke, weil ich ja eben gesagt habe, ich stelle mich dann regelrecht so neben mich vor meinem geistigen Auge und denke, ja, ist ja interessant. Oder manchmal gucke ich auch so nach oben, was du gerade versuchst, mir hier einzureden. Will ich das jetzt glauben? Nee, mein Herz und meine Seele, mit der bin ich jetzt vereint, die wollen das jetzt nicht glauben. Ich will mich künftig dort aufhalten, wo es mir und der Family gerade gefällt. Will vor allem dort sein, wo es warm ist. Will morgens, wenn es mir danach ist, am Strand spazieren gehen oder joggen, will ins Meer hüpfen, will Sonne tanken. So, das will ich jetzt glauben. Also netter Versuch, ja. So habe ich mir unserer Familie die Lebenswirklichkeit erschaffen. Und das kannst du auch. Uns beide unterscheidet in der Richtung nichts anderes, als dass ich das ein bisschen früher als du mir antrainiert habe. Und bitte wisse, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Das ganze Leben ist Entwicklung.
Du darfst jetzt hier die Entscheidung treffen, und deshalb bist du ja auch hier, bist du ja auch in meinem Universum, dich darin zu üben, ab sofort auf die Art und Weise deine Gedanken zu beobachten. Und immer wieder eine neue Entscheidung zu treffen. Will ich das jetzt glauben? Bringt mich das jetzt weiter? Nee. So, nächster Punkt, ganz, ganz wichtig. Du duschst doch jeden Tag, machst Körperhygiene. Vielleicht machst du auch einmal im Jahr im Frühjahr oder so eine innere Reinigung mit Entgiften, Entschlacken oder was man da so alles macht. Bitte ab sofort beginne auch eine Gedankenhygiene zu machen. Und hör auf, dir noch mehr auf bewusster Ebene Sachen hier reinzuziehen. Was meine ich mit bewusster Ebene? Gerade in der jetzigen Zeit in den Medien zu lesen, was da alles zu lesen ist. In den Medien zu hören, was da alles zu hören ist. Auch da darfst du, wenn du mal was liest, es ist ja nicht so, dass ich da gar nichts lese, wenn ich auf T-Online mal unterwegs bin und darauf warte, mich einzuloggen auf E-Mail-Account oder so. Man kriegt ja da immer irgendwo was mit. Wir kriegen hier auf Zypern sicherlich viel, viel weniger mit, als was jetzt im deutschsprachigen Raum ist, weil ich kann kein Griechisch. Also von daher kann ich hier nichts mitkriegen, selbst wenn das Radio an ist. Ich verstehe ja das nicht. Ja, ich verstehe ja kein Griechisch. So. Lass diese Dinge, schalte diese Dinge aus. Bitte wisse, indem du dein Gehirn weiter mit diesem ganzen Kram füllst, was die Medien da draußen verbreiten. Auch das sind alles interessante Ansichten, wenn du dich dem Gedanken dann öffnen möchtest. Und es ist deine Wahrheit. Was willst du glauben? Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Und da kannst es du am einfachsten machen, wenn du weitestgehend diese Dinge ausschaltest. Weitestgehend. Was meine ich mit weitestgehend? Ich bringe dir ein Beispiel. Wenn wir jetzt hier, also es ist jetzt auch geplant, dass wir bald nochmal nach Deutschland fliegen. Unsere Tochter war ja jetzt gerade hier, die ist gestern wieder zurückgeflogen nach Deutschland. Und die hat jetzt bald Geburtstag. Geburtstag wollen wir natürlich alle zusammen mit der gesamten Family, auch mit unserem Sohn und Oma und so in Deutschland feiern. Da schaue ich natürlich nochmal nach Richtlinien. Also ich würde jetzt nicht nach Deutschland auf einem Flughafen landen, wo es jetzt heißt, keine Ahnung, da ist jetzt dann gerade die Richtlinie mit Quarantäne oder sowas. Ja, dann suche ich mir einen anderen Flughafen aus oder sowas. Das nur mal als Beispiel. Das meine ich mit weitestgehend. Aber dann macht es Sinn für mich, da mal zu schauen, wie sind da die Richtlinien oder ich weiß ja nicht von wo aus, wo es nach von Deutschland aus, ob wir dann gleich nochmal zurück hierher fliegen oder ob wir noch sonst wohin fahren oder fliegen. Wir lassen uns ja da leiten. Das sind im Übrigen auch Dinge, die auch in der jetzigen Situation gehen. Wie willst du es haben? Wie, was willst du glauben? So, und da schaue ich natürlich, ja, bin dennoch dabei so auf der Hut, dass ich auch da frage, dass ich mir einfach sage, okay, interessante Ansicht, will ich das glauben, ist das meins? Nee, ich erschaffe mir meine eigene Lebenswirklichkeit und dann eben entscheide, fliege ich oder fahre ich jetzt trotzdem dahin. Okay, du kannst dir das vorstellen, dass du dir auf die Art und Weise ein, ich sage jetzt mal, relativ reineres Bewusstsein aneignest. Schau mal, ich habe hier dieses Wasserglas. Das ist reines Wasser. Das ist Quellwasser hier aus dem Gebirge. Wenn ich da jetzt Cola reinkippe und nur ein paar Tropfen reinkippe, dann kann das kein reines Quellwasser mehr sein.
Und so ist das auch mit den Dingen, die du reinlässt in dein Bewusstsein. Und da kannst du so ein Autopilot anschalten, vor allem wenn du auf der Arbeit bist, morgen nochmal im Büro, unter Menschen bist, was dein Umfeld dir erzählt und. Immer und immer wieder zu denken, nein, das ist nicht meines, das will ich nicht glauben, das sind alles interessante Ansichten, das ist nicht meines und. Okay? Und sorge so dafür, dass du wirklich möglichst wenig da in deinen Kopf reinlässt. Mach da Gedankenhygiene in der Richtung. Und wenn du ab morgen duschst morgens, stell dir beim Duschen auch schon vor, wie der ganze, ich sag's jetzt nochmal, Schrott und Kram, was du denn noch unbewusst aufgenommen hast, dass auch das einfach abgespült wird, in den Ausguss mit reingeht. Jeden und jeden Morgen auf ein neues. Okay? Das ist Training, Training, Training. Und das ist auch, deshalb ist auch so ein Mentoring so hilfreich. Stell dir mal vor, wir beide arbeiten ganz intensiv miteinander. Und du rutschst erst gar nicht ab in dieses tiefe Gedankenkarussell. Dass ich dich da sofort nochmal rausholen kann. Wie hilfreich ist das denn bitte? Da ist auch so ein Glaubenssatz dahinter, ich muss immer alles alleine machen, ich muss es alleine schaffen. Den hat man uns auch eingepflanzt. Außer zu dem Zeitpunkt, als wir in der Schule eingeschult wurden. Da war es ganz klar, da gibt es einen Lehrer, der bringt uns das bei, was wir nicht können. Okay? So, ich schau mal, was er hier noch geschrieben hat. Ja, das passiert mir sehr oft, meine Gedanken vom Hundertsten ins Tausendsten. Diese Entscheidungen fallen mir aber immer dann schwer, wenn ein Rückschlag kommt, wie zum Beispiel Mieterhöhung oder ich finde nicht den Nebenjob, den ich will, den ich auch ausführen kann. Okay. Wenn ein Rückschlag kommt, wie zum Beispiel Mieterhöhung, was passiert da, wenn das Universum auf irgendeine Art und Weise so agiert? Du hast es jetzt so als Rückschlag bezeichnet, Marion. Zum einen, es geschieht nichts aus Zufall, beziehungsweise es fällt alles, was uns geschieht, fällt uns zu. Alles, was uns geschieht, fällt uns zu. Alles, was im Außen zur Materie wird, waren vorher, in dem Falle, wenn es jetzt ein Rückschlag ist, unbewusste Gedankenenergien, die wir ausgesendet haben. Dann sind wir so dazu geneigt, nehmen wir mal das Beispiel, es liegt ein Brief im Briefkasten, du machst den auf und liest Mieterhöhung. Knoten im Hals, Krampf im Hals, das ganze System rebelliert. Bei mir war das dann früher auch immer so, dass auch der Darm ganz extrem rebelliert hat. Dann bin ich erstmal zur Toilette, Blutdruck, Puls gemerkt und erstmal Durchfall gehabt und solche Dinge. Ich kenne das alles nur zu gut. Ja? Um aus dieser Starre dann rauszugehen, weil das ist ja letzten Endes eine Starre und im nächsten Moment setzt der Kopf ein, wie soll denn das jetzt gehen, das funktioniert jetzt gar nicht mehr, jetzt bist du endlich am ASCHS, SCH und so weiter und so fort. In dem Moment geht es auch darum, okay, das ist ja interessant. Das ist ja interessant, was es jetzt wieder alles in mir denkt, dass ich jetzt einen Rückschlag bekommen habe und das jetzt gar nicht mehr geht. Will ich das glauben? Nee. Interessant, wie habe ich das jetzt in mein Leben gezogen? Was habe ich anscheinend vor ein paar Wochen gedacht oder vor ein paar Monaten unbewusst, aufgrund von Ängsten, Angst basiert, dass jetzt dieser Brief da im Briefkasten ist und jetzt die Mieterhöhung da ist. Interessant, wie ich das in mein Leben gezogen habe. So. Wie kann es jetzt noch besser werden? Kann es sein, dass ich das jetzt in mein Leben gezogen habe, um mich einfach einem höheren Geldempfang zu öffnen? Dass ich jetzt erst recht glaube, es ist alles möglich und ich jetzt auf spielerische Art und Weise
wie das Kätzchen vor dem Mauseloch hockt und schaut, wie kann ich mir jetzt meine Lebenswirklichkeit jetzt erst recht so gestalten, wie ich sie wirklich haben möchte. Welche neuen Gedanken darf ich jetzt anfangen, bewusst zu denken? Was darf ich jetzt für möglich halten, was ich bis eben noch nicht für möglich gehalten habe? Weil bis eben hat der Denker ja gedacht, boah, das kriege ich jetzt gar nicht hin und. 50 Euro oder 100 Euro oder keine Ahnung, wie viel mehr, das kriege ich jetzt gar nicht mehr hin. Stopp, 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 ey, interessant, was du mir jetzt gerade erzählst. Wieso soll ich denn das jetzt nicht hinkriegen, 100 Euro mehr im Monat an Miete zu zahlen? Interessante Ansicht, ist das meine? Nee, würde ich nicht glauben. Also jetzt geht es weiter in die Richtung. Wie kann ich jetzt mein ganzes Sein auf Empfang stellen, dass das Geld, das da draußen im universellen Feld da ist und auch schon zu mir fließen will, ich aber bis eben noch so da gestanden habe, jetzt mein ganzes Sein auf Empfang stelle und beobachte, welcher Raum, welche Energie, welches Bewusstsein können ich und mein Körper jetzt sein, um in diese Richtung der Fülle zu gehen. Was kann da jetzt mein nächster Schritt sein? Also auch da nicht in diese Gedankenstarre reingehen und das Glauben. Und gerade in dem Moment, wenn du es aber ein-, zweimal gemacht hast, welche Magie kannst du noch hinzufügen? Welche Magie können ich und mein Körper sein, um magische Dinge entstehen zu lassen, um Wunder jetzt zu kreieren? Weil jeder einzelne von euch ist ein Wunder, du hast einen wundersamen Körper. Alle Zellen, Organe wissen genau zu jedem Zeitpunkt, was zu tun ist. Wenn du heute Nachmittag zum Mittagessen ein Gläschen Wein trinkst, weiß deine Leber ganz genau, welche Enzyme sie wie produzieren muss, damit der Alkohol abgebaut wird. Dein Magen weiß ganz genau, in welcher Zusammensetzung er Magensaft produzieren muss, damit das Essen verdaut wird. Du bist ein Wunder. Wie kommst du auf die Idee zu glauben, bis eben noch, dass du keine Wunder und magische Dinge da außen erschaffen kannst? Es sind immer nur deine Muster, die sich da unbewusst abspielen, die dich glauben lassen, das geht jetzt gar nicht mehr. Alles interessante Ansichten. Du kannst dich jetzt dafür entscheiden, will ich das weiter glauben? Nein, sorry, bis eben habe ich dem noch aufgesessen und habe gewählt, dass es so ist. Jetzt wähle ich neu. Stopp, jetzt wähle ich neu. Jetzt, in dem Moment. Das hat doch auch mal jemand gesagt, unser Kopf ist rund, damit wir die Denkrichtung ändern können. Okay, Marian, hilft dir das? Hilft euch das? Ich schaue mal hier gerade aufs Handy. Gib mir mal ein Feedback. Sehr gut, Julia. Ja, okay. Nächste Herausforderung. Ich habe im November wieder Schulung und bisher ist Frankfurt noch Hotspot. Wenn ich fahre, könnte ich Ärger mit dem Arbeitgeber kriegen, was ich mir nicht erlauben will, weil ja meine Aufhebung läuft. Wenn ich nicht fahre, kreiere ich wieder Minus. Das sind alles interessante Ansichten. Grundsätzlich, Mario, nimm das mal alles wahr und ihr alle, die ihr jetzt hier live dabei seid, auch die, die später das Replay anschauen. Alles, was der Kopf jetzt mal denkt, in Frankfurt ist noch Hotspot, Feststellung. Wenn ich fahre, könnte ich Ärger kriegen mit dem Arbeitgeber, zweite Feststellung. Was ich mir ja nicht erlauben will, wenn meine Aufhebung läuft, dritte Feststellung. Vierte Feststellung, wenn ich nicht fahre, kreiere ich wieder Minus. Alles interessante Ansichten und Gedanken. Wie will ich selbst es jetzt wirklich haben? Wenn ich zu dieser Schulung nach Hamm fahre, wo stehe ich dann in einem Jahr? Bringt mich das weiter? Wenn ich nicht zur Schulung nach Hamm fahre, wo stehe ich dann in einem Jahr? Bringt mich das weiter. Also wenn ein Jahr kommt und zu dieser Schulung nach Hamm, dass dann ein klares Jahr kommt,
bin ich dann in einem Jahr weiter? Kreiert mir das mehr? Das ist vielleicht die kürzere Frage. Kreiert es mir mehr, wenn ich nach Hamm zur Schulung fahre? Erster Impuls, ja, nein. Wenn ein Nein kommt, nicht fahren. Wenn ein Ja kommt, fahren. So, dann, wir können nur Ärger kriegen mit dem Arbeitgeber, wenn wir es zulassen. Wenn wir in der Richtung, wenn auf unbewusster Ebene irgendetwas in uns denkt, dann kriege ich Ärger. Also wenn dann, dann sagt das Universum, okay, wenn du das jetzt machst, dann willst du Ärger mit deinem Arbeitgeber haben. Okay, dann liefern wir das. Ja? Und dann entsprechend eine Entscheidung treffen, wie will ich selbst es jetzt wirklich haben. Beispiel jetzt, ich habe ja eben erzählt, dass wir jetzt auch bald nochmal nach Deutschland fliegen. Ja, gucke ich, wo da Hotspots sind und dann entscheide ich einfach. Also ich lasse mich davon nicht abhalten, jetzt nach Deutschland zu fliegen. Ich entscheide einfach, wenn ich drei, vier verschiedene Flughäfen habe, welcher Flughafen kreiert mir jetzt mehr? Wo ist es am leichtesten, am einfachsten jetzt einzureisen? Und dann buche ich diesen Flug so. Danach. Ja, erster Impuls. Okay, hilft dir das? Also immer, immer Fragen stellen und auch da gilt es, die Gedanken zu beobachten. Schlussfolgerungen machen immer zu, Fragen stellen, öffnen immer, immer und immer wieder. Es ist eigentlich immer das gleiche Spielchen. Okay, so, ihr Lieben. Okay, das hat geholfen. Meine Entscheidung ist ja und ja, das bringt mich weiter, also fahre ich. Sehr schön, Marion, wunderbar. Martina schreibt auch ja sehr. Julia hilft sehr. Ja, wunderbar. Dankeschön. Okay, so. Jetzt gebe ich euch aber trotzdem noch was mit auf den Weg. Das ist so eine natürliche Anlage in uns. Wir wollen ja auch immer wie noch was machen. Ne? So diese Gedanken und was wir bis jetzt gemacht haben, das sind ja alles Dinge, die vielleicht fürs Ego dann so ein bisschen unbefriedigend sind und manchmal wollen wir einfach was machen. So diesen natürlichen Drang. Kinder wollen immer in Bewegung sein, die wollen immer was machen. Es ist nur bei uns Erwachsenen dann auch unterdrückt worden und deshalb tun wir auch so wenig oftmals oder tun die falschen Dinge. Okay. Unsere Gedanken, die erschaffen uns letzten Endes ja auch Gefühle. Und die Gefühle senden wir ja auch aus, wenn wir nicht negative, ich sage jetzt mal traurige Gefühle aussende, dann stößt das da draußen im universellen Feld auf Resonanz und dann dockt noch mehr von Traurigkeit an, dann fühle ich mich noch trauriger. Okay. Deshalb gebe ich dir euch jetzt hier noch was mit auf den Weg. Wie du aus diesen, ich nenne es jetzt mal negativen Gefühlen oder noch besser gesagt, eigentlich gibt es keine negativen oder positiven Gefühle für das universelle Feld da draußen, ist alles gleich. Für das universelle Feld da draußen ist alles gleich. Da gibt es diese Frequenz, die da draußen irgendwo andockt und Gleiches zieht Gleiches an. Nur wir Menschen sagen und bewerten, das ist positiv, das ist negativ. Wenn du das Gefühl hast, es ist jetzt so enorm schwer, aus diesem Gefühlschaos rauszugehen, es geht gerade im Moment gar nichts mehr, dann stellst du dir auf dem Boden eine große liegende Acht vor. Eine große liegende Acht. Dann stellst du dich, also wenn du da stehst und stellst dir die vor, in dem oberen Teil ist ja eine Null quasi, ein Kreis, die sich da so schneiden und direkt vor dir ist ein Kreis. Das ist ja letzten Endes diese liegende Acht. Und dann gehst du in den ersten Kreis rein und nimmst diesen ganzen, sorry, wenn ich es jetzt so sage, Scheiß an Gefühlen wahr, was dein ganzes System jetzt gerade belastet. Nimmst das für ein paar Sekunden wahr.
Bade dich von mir aus noch einmal da drin. Und der Kreis, der vor dir liegt, also der obere Teil von der 8, der ist lichtdurchflutet von gold glänzendem Licht. Und dann machst du, nachdem du für ein paar Sekunden nochmal diesen ganzen Kram wahrgenommen hast, einen ganz bewussten, kräftigen Schritt raus aus diesem Feld, in dem du gerade bist, rein in das goldene Licht und badest dich in diesem goldenen Licht. Als Ausdruck gerne, uns spirituell auszudrücken, als Ausdruck von göttlichem Licht, göttlicher Liebe. Das Universum ist immer, immer, immer an deiner Seite. Und so hast du jetzt auch noch ein Handling, um von diesem energetischen Feld, das hat was mit Systemstellen zu tun, das kennst du vielleicht aus Familienstellen, Bert Hellinger oder so, ich mache das immer gerne auf andere Art und Weise, aber letzten Endes ist es dieses morphogenetische Feld, Robert Sheldrake, der hat sich da ganz viel mit beschäftigt. So verlässt du dieses morphogenetische Feld und gehst bewusst in das andere Feld. Dann wirst du merken, wie du automatisch aufatmest. Der Verstand der Denker, der kommt da nicht mit. Der Verstand der Denker kommt da nicht mit. Beobachte deinen Körper. Der wird sofort in die Entspannung gehen. Okay? Und dann bitte wisse, diese Stärke, wo du bis eben noch geglaubt hast, dass sie nicht da ist. Sie ist da, sie ist in dir verankert, sie ist nur verschüttet. Dieses Gefühl der Ohnmacht, der Schwäche, was gibt es da noch an Gefühlen? Ohnmacht, Schwäche, ja. Das sind alles Dinge, wo wir in der Kinderstube ganz viele Erfahrungen gemacht haben, die in unserem System einfach noch drin sind. Die aber nicht wahr sind, die dich aber bis eben Abend glauben lassen, dass du ohnmächtig bist, dass du schwach bist, dass du der Situation ausgeliefert bist, dass du die Situation nicht ändern kannst. Wir selbst, die größte Herausforderung, die wir da draußen gerade haben, wir selbst können es ändern. Stell dir mal vor, und eine von der Community hat ja auch geschrieben, sie wünscht sich nichts mehr als innerer Frieden. Sei es innerer Frieden oder die Situation, die gerade da draußen herrscht. Stell dir vor, jeder Mensch auf dieser Welt würde jetzt in diesem Moment auf Fingerschnipp anfangen zu glauben, dass es nur Fülle, Gesundheit, Freude und Leichtigkeit gibt. Statt zu denken, dass es irgendwelche Virus oder keine Ahnung was, ich will da gar nichts wiederholen, gibt, dass das und das mit uns macht. Stell dir das mal vor. Was würde morgen als Schlagzeilen in den Medien zu sehen sein? Wie aus Geisterhand magisch sind alle gesund. Ich weiß, dein Verstand, dein Denker rebelliert jetzt vielleicht und sagt, boah, nach unserem Glauben wird dir geschehen. Und ja, auch das ist eine Ansicht und auch ein Glaubenssatz. Es ist alles möglich, möglich ist es. Aber, oder jedoch, die Masse, warum auch immer, wollen einfach nichts anderes glauben. Und da ist auch nichts falsch, nichts richtig dran, das ist einfach so. 10% wollen einen anderen Weg gehen. Und dazu gehörst du dazu, sonst wärst du nicht hier in der Gruppe, in der Community, sonst wärst du nicht in meinem Universum. Von diesen 10% gibt es 3%, das ist auch eine Art Naturgesetz, gibt es 3%,
die da wirklich rausfinden, die wirklich sagen, ich begebe mich jetzt auf den Weg meines Herzens, auf meine eigene Wahrheit, auf den Weg zu meiner Lebensaufgabe, lebe meine Lebensaufgabe, lebe meinen Seelenplan, bring meine Botschaft in die Welt, trag dazu bei, dass wir immer mehr und mehr da draußen die Welt vorfinden, wie wir sie wirklich haben wollen. Das hat ganz viel was damit zu tun, immer und immer wieder das Gedankenkarussell wirklich stabil zu verlassen, in eine andere Richtung zu gehen. Und da darfst du dich jetzt auch dafür entscheiden, zu wem gehörst du weiterhin? Du hast dich von der Masse schon mal abgehoben, du bist schon hier. Jetzt weiter mit einer gewissen Masse mitschwimmen oder willst du jetzt zu den 3% gehören, die sagen, okay, heute, was haben wir heute für ein Datum? 25.10., der Tag meiner Entscheidung. Ich begib mich jetzt endgültig stabil, immer und immer wieder, das nehme ich jetzt auf, in diese Richtung zu denken und endgültig das Gedankenkarussell zu verlassen. Und wenn ich merke, oh, ich hocke ja wieder drauf, ah nee, wieder absteigen, ist ja interessant, was hat mich denn jetzt wieder aufs Gedankenkarussell setzen lassen? War keine gute Wahl, ich wähle jetzt wieder neu. So auf die Art und Weise kannst du mit dir selbst kommunizieren. Du kommunizierst sowieso immer mit dir selbst. Wie wäre es, wenn du auf diese freudvolle, leichte Art und Weise jetzt mit dir kommunizierst und dir diese Dinge einredest und schönredest, statt dir Dinge schlecht zu reden und auszureden? Es ist immer alles nur eine Wahl. Okay? Du hast definitiv eine unendliche Stärke in dir. Alles nur mentale Ausrichtung. Ich muss gerade an so eine Übung denken, die wir früher mal, als ich noch seminartechnisch unterwegs war, ich weiß nicht, der Mann hat 125 Kilo oder sowas gewogen, mit vier Frauen. Mentale Ausrichtung haben wir uns eingeredet. Der Mann ist federleicht, der Mann ist federleicht, der Mann ist federleicht. Natürlich mit Begleitung von einem Mentor. Sind hingegangen und haben diesen Mann mit vier Frauen, 125 Kilo ungefähr hat er gewogen, mit unseren Zeigefingern von einem Stuhl auf den Stuhl gegenüber gehockt. Das sind alles Dinge, die kennst du von Shows. Du kennst dieses Ding mit Feuerlauf, mit Glasscherbenlauf, alles. Das ist alles nur eine andere mentale Gedankenausrichtung, nichts anderes. Wenn du glaubst, wir haben uns in dem Moment für ein paar Minuten intensiv eingeredet, der Mann ist federleicht, dann darf man natürlich nicht die Augen aufmachen und gucken, weil dann setzt sofort das Gehirn ein. Oh, das ist ein Brocken, schaffen wir nicht. Ja? Oder das ist auch das Geheimnis, mit über Kohlen zu laufen. Das sind alles wunderbare Show-Effekte. Nur das verbirgt sich dahinter. Diese enorme Gedankenausrichtung, dass ich mir vorstelle, ich laufe über kühles Moos. Da brauche ich nur einen Punkt irgendwo sonst anzupeilen und dann laufe ich da drüber. Kühles Moos, kühles Moos. In dem Moment, wo ich da runter gucke auf den Glutteppich, werde ich mir die Füße verbrennen, weil dann setzt Gehirn ein. Weil es in dem Moment noch nicht im unbewussten Hirn, in unserem Stammhirn, in unserem Reptiliengehirn verankert ist. Und das ist das Ding. Du darfst dich jetzt dafür entscheiden, in diese Richtung stabil zu denken und dir die Frage zu stellen, wenn der Kopf jetzt einsetzt, das ist aber schwer. Ich kann das nicht, weil ich habe es schon so oft probiert, hat bei mir nicht funktioniert, funktioniert bei den anderen, bei mir nicht. Ich bin ein besonderer Fall, bei mir ist es besonders schwer, weil dies oder jenes. Das sind auch alles interessante Gedanken, Muster, Prägungen und Ansichten. Löst dich davon, bitte, löst dich davon. Wenn ich könnte, ich würde gern Format 10 in deinem Kopf machen, aber ich kann es nicht und ich darf es nicht. Das ist letzten Endes auch wie bei dem Schmetterling, der sich von einer Raupe zum wunderschönen Schmetterling entpuppt. Wenn wir die Raupe, wenn wir da helfen, das Kokon aufzumachen, kann der Schmetterling nicht in wunderbaren Flügeln davonfliegen.
Und du willst weder mich nachkopieren noch sonst jemanden da draußen nachkopieren. Du willst deine eigene Weisheit und Wahrheit in dir finden. Du hast eine eigene Lebensaufgabe mit hierher gebracht, die ich gerne Seelenplan nenne. Und da gehört alles, was bislang war, dazu. Aber du darfst dich jetzt dafür entscheiden, deine Flügel auszubreiten und in die Richtung zu fliegen. Und selbst wenn du dir jetzt noch, wenn dir klar ist, mit einem Mentoring, mit einer Begleitung von mir funktioniert das viel leichter. Das ist auch definitiv so, weil wir ja dann auch intensiv immer miteinander arbeiten und du mich nicht nur hier mal in der Facebook-Gruppe hier siehst oder mal in Live oder einen Beitrag von mir liest, sondern weil ich dich dann ja an die Hand nehme. Wenn du bis eben noch geglaubt hast, du kannst dir das nicht leisten, auch das ist eine interessante Ansicht. Frag dich, wie kannst du es dir leisten? Wie kannst du es dir möglich machen? Wie kannst du es dir leichter machen? Wie kannst du jetzt ganz viel Freude und Leichtigkeit dabei haben, dein Gedankenkarussell immer und immer wieder zu verlassen, neue Wahl zu treffen und in die Richtung zu gehen? Wie? Und nicht fragen, warum ist das jetzt schon wieder? Warum hocke ich jetzt schon wieder auf dem Gedankenkarussell? Egal, warum du jetzt wieder aufgestiegen bist, komm runter, in die Richtung geht's. Wie kann ich Freude, Leichtigkeit und Spaß dabei haben, immer und immer wieder das Gedankenkarussell zu verlassen? Also alles, was dich denken lässt, das ist schwer und, alles interessante Ansichten. Weg damit. Beobachten, interessante Ansicht, will ich das weiter glauben? Nö, schüpf jetzt wieder runter vom Gedankenkarussell. Immer eine Entscheidung. Okay? Gut. So, dann schaue ich mal nochmal, was er mir hier reingeschrieben hat. Ne? Und ich will auf das Thema gar nicht mehr eingehen, diese speziellen Situationen gar keine Energie mehr schenken. Ich wollte ja noch ein Beispiel geben, aber okay. Marion, jetzt nur so geht es. Gehe im Anschluss noch in meine mentale Energie und übe mich, mein Karussell aufzuräumen. Sehr schön. Tina, danke schön. Martina, ja, ich will. Sehr schön. Danke, danke. Ja. Ich bringe jetzt trotzdem noch mal ein Beispiel. Ich habe die Woche für eine größere Veranstaltung, hatte ich eine Anfrage, ein Interview zu geben, wo es gerade darum geht, in der jetzigen Zeit sich seine eigene Lebenswirklichkeit zu erschaffen und sich wirklich von seinen Ängsten zu lösen. Und das ist jemand, der mich da interviewt hat, der ist seit 16 Jahren auf der Welt unterwegs. Und auch jetzt auf der Welt unterwegs. Der ist nicht irgendwo fest an einem Ort. Auch jetzt ist er auf der Welt unterwegs. Und selbst da, weil wir eben die Rede von Hotspots hatten und Tests, die dann gemacht werden und. Er ist in Länder eingereist, wo ganz klar die Deklaration war, du musst einen Test machen, sonst darfst du nicht einreisen und du musst in Quarantäne, erst dann darfst du dich frei im Land bewegen. Er hat eine solche mental starke Ausrichtung. Er hat das nicht geglaubt. Er ist nach wie vor unterwegs, auch in Ländern, wo augenscheinlich, es scheint augenscheinlich, es so zu sein, dass auf jeden Fall ohne Test keine Einreise und tralala und sowieso. Er hat noch nie einen Test gemacht, er war noch nie in Quarantäne. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und alles das, wo dein Denker jetzt rebelliert, willst du es glauben. Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Okay? Gut. So, auf die Antje möchte ich mal noch eingehen, weil die hat ja geschrieben, die größte Herausforderung, wiederkehrendes negatives Gedankenkarussell. Da habe ich, als ich dich so wahrgenommen habe, Antje, als ich das jetzt so zur Vorbereitung gelesen habe, ist mir noch der Impuls gekommen. Das gilt natürlich für euch alle, weil ich ja eben auch gesagt habe, stell dir auch morgens immer vor, wie all der Kram, den du bewusst oder unbewusst aufgenommen hast, mit der Dusche in den Abfluss fließt. Wenn ich morgens hier ins Meer hüpfe und da rausschwimme, hier, also es gibt nirgendwo ein so klares Wasser noch im europäischen Raum wie hier auf Zypern. So total klares und auch warmes Wasser.
habe ich zum letzten Mal im Dezember erlebt, als wir in der Karibik unterwegs waren. Da stelle ich mir vor, bei jedem Schwimmzug, alles, was nicht zu mir gehört, wird jetzt vom Meer weggespült. Alles, alles, alles. Und du kannst zu Hause in der Dusche eben machen. Du kannst natürlich auch hingehen und dir deinen Lieblingssong auf die Ohren machen, danach tanzen und da auch alles wegschütteln, abschütteln. Alles weg, 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 weg. Gib's an Mutter Erde ab. Gib's ab. Stell dir vor, der Abfluss ist Mutter Erde und du gibst es an Mutter Erde ab. Wenn jetzt der Kopf dir sagt, ich kann nicht diesen Kram an Mutter Erde abgeben, glaub mir, die Mutter Erde hat eine viel, viel höhere Intelligenz als wir zusammen. Die weiß ganz genau, was sie damit macht, wie sie es eliminiert. Die kommt mit viel heftigeren Dingen klar, als mit dem, was wir energetisch an sie abgeben, was nicht unseres ist. Okay? So. Und Antje, du hast was ganz Tolles formuliert, vielleicht auf der unbewussten Ebene. Ich möchte es dir und allen anderen euch nur mal bewusst machen. Du hast geschrieben, ich fühle mich immer wieder blockiert. Denn da liegt die Wahrheit drin. Du bist nicht blockiert. Kleiner Hinweis hier noch für euch alle. Sobald es in dir denkt, ich bin blockiert, ich bin arm, ich bin keine Ahnung was, wandel das sofort um. Du fühlst dich blockiert. Du fühlst dich arm. Du fühlst dich erkältet. Egal was. Das Ding ist, du selbst kannst dieses Gefühl wandeln. Du bist nicht blockiert, du fühlst dich blockiert, weil nichts und niemand anderes außer du selbst bist verantwortlich und zuständig für deine Gefühle. Dich kann niemand im Außen ärgern, es sei denn, du triffst die Wahl und entscheidest dich dafür, dich ärgern zu lassen. Nichts und niemand kann dich blockieren, es sei denn, du triffst die Wahl. Du lässt dich blockieren. Okay? Gut. So, Marion, ich glaube, dein Universum haben wir auch wieder. So, wie du es haben möchtest, ne? Genau. Vielleicht für alle von euch interessante Fragen, die ich euch auch noch mitgeben kann. Vor allem für diejenigen, die mir gerade so die letzten Tagen und Wochen auch geschrieben haben, ich würde so gern zu dir ins Mentoring kommen, aber die Finanzen passen noch nicht und. Lass mal diese Fragen auf dich wirken. Wo begrenzt du dich bis eben noch selbst oder lässt dich bis eben noch begrenzen? Dass wenn du das aufgeben würdest, diese Begrenzung alles in deinem Leben verändern würde. Wo begrenzt du dich bis eben noch selbst oder lässt du dich noch begrenzen? Dass wenn du das aufgeben würdest, jetzt wirklich alles verändern würde. Welcher Raum, welche Energie, welche Magie können du und dein Körper sein? Um dich jetzt in diesem Moment den unendlichen Möglichkeiten zu öffnen, die im universellen Feld für dich vorbereitet sind, die du aber bis eben nicht für möglich gehalten hast. Okay. Und wo versuchst du dich auf einer unbewussten Ebene bis eben noch anzupassen, in dein Familiensystem hineinzupassen? Muster deiner Ahnen nachzuahmen, Gelübde und Versprechungen noch einzuhalten, die weder dir noch deinem Familiensystem noch deinen Ahnen dienlich sind. Wie wäre es, wenn du auch davon dich jetzt löst und jetzt eine neue Wahl triffst? Okay. Gut. So, die Gisela, die hat noch geschrieben, dass sie das Gefühl hat, dass alle Sicherheiten und das Urvertrauen, dass das irgendwie alles wegfällt. Wie wäre es, wenn es jetzt überhaupt nicht darum gehen würde, stärker oder schwächer zu sein,
Wie wäre es, wenn es gar nicht darum gehen würde, zu kämpfen oder nicht zu kämpfen und schon gar nicht das Gefühl zu haben, ich muss etwas verteidigen, ich muss mich verteidigen, ich muss so und so sein. Wie wäre es, wenn du, wenn jeder von euch sich einfach nur erlauben würde, du selbst zu sein, also ein endlich großes, wahres Wesen, das du ja in Wahrheit bist. Du bist, das ist die Wahrheit, ein unendlich großes Wesen, das einen Körper hat, den man mit dem bloßen Auge sehen, das ein Ego hat, das man nicht mit dem bloßen Auge sehen. Anderes stellen wir in Frage, was man nicht mit dem bloßen Auge sehen. Aber dem Ego, dem vertrauen wir, dem glauben wir. Wie wäre es, wenn es darum ginge, jetzt wirklich du selbst zu sein, ohne dich zu bewerten oder anderes da draußen zu bewerten, das ist stark, das ist schwach, ich muss mich verteidigen. Einfach sein, du selbst sein, gerade jetzt. Das ist das goldene Zeitalter, in dem wir sind. Du dir erlaubst, du selbst zu sein. Wie viel Spaß, wie viel Freude, wie viel Leichtigkeit kannst du haben, wenn du dir erlaubst, du selbst zu sein? Und wie viel einfacher kann es für dich sein, dich da hineinzuentwickeln oder hineinzuentspannen, wenn du dir sogar erlaubst, einen Mentor an deiner Seite zu holen, der dir den Weg zeigt, weil der genau weiß, wie es geht, dass du ganz rasch dahin kommst. Was würde das jetzt alles auch in deinem Leben verändern, leichter machen, einfacher machen, dich zu lösen von den ganzen Dingen, die nicht zu dir gehören? Wo ahmst du bis eben noch unbewusst das Leben deiner Ahnen nach? Hast dein Leben im übertragenen Sinne so klein gemacht wie so eine Briefmarke und guckst gar nicht übers Feld hinaus. Wie wäre es, wenn du das jetzt alles loslässt? Okay. So, ihr Lieben, gebt mir doch mal bitte Feedback bis hierhin. Hat dir das geholfen, das Gedankenkarussell jetzt immer und immer wieder zu verlassen? Du bist amazing, schreibt die Tina. Vielen Dank. Martina, danke dir auch. Ja, lieben herzlichen Dank, großes Dankeschön. Okay, sehr schön. Ich danke dir, ich danke euch für dein Dabeisein. Bitte, bitte wisse, du bist nur so einen kleinen Schritt noch von deinem traumhaften Leben entfernt. Du bist viel, viel, viel größer, mächtiger und stärker, als was du bis eben noch geglaubt hast. Du bist ein unendlich großes Wesen und vor allem, du bist hier in der Gruppe, weil du schon aus der Masse ein Stück weit rausgetreten bist. Und jetzt darfst du dich auch entscheiden, auf den nächsten Schritt zu gehen und es dir auch leichter zu machen. Und wie wäre es, wenn du da in ein Erstgespräch kommst, dir ein Erstgespräch und ersten Schritt buchst? Ich poste dir den Link rein und wir dann mal genau hinschauen, wo stehst du gerade und wo willst du wirklich hin? Weil das ist schon mal etwas, was uns oft ja gar nicht so leicht fällt, überhaupt genau zu wissen, wo will ich hin? Weil, dem bin ich ja auch schon aufgesessen, wo ich gedacht habe, ich muss das und das haben, wenn ich aber ehrlich zu mir selbst war. Es gilt immer herauszufinden, wie willst du es? Es geht nicht darum, mich nachzuahmen, auch zum Beispiel nach Zypern auszuwandern oder so, sondern es geht darum herauszufinden, wie willst du selbst es wirklich haben? Und das ist das Wertvolle. In einem Erstgespräch finden wir dann, und das ist ja auch kostenlos für dich. In einem Erstgespräch finden wir das erstmal gemeinsam heraus. Ich poste dir mal für die Schnellen unter euch jetzt den Link hier rein. Weil es gibt immer nur begrenzte Plätze fürs Erstgespräch. Genau.
Und dann finden wir im zweiten Schritt heraus, wie dein ideales Leben denn auch ausschaut. Wo willst du hin? Und dann schauen wir, welche Schritte wir da gemeinsam gehen können. Genügt es dir, einfach nur zu wissen, das ist meine Lebensaufgabe? Willst du deine haupt- oder nebenberufliche Selbstständigkeit auf ein neues Level bringen, dass das Ding endlich mal so funzt und funktioniert, dass du vielleicht auch deinen Job kündigen kannst, den du schon so lange nicht mehr haben möchtest? Oder willst du einfach den Sprung in deinem Leben machen, dass du wirklich in deine eigene völlige Freiheit hineinstartest, so wie ich das ja auch gemacht habe, und das ist ja jetzt an Zypern geknüpft, dass du dich auch ganz intensiv über einen längeren Zeitraum, da sprechen wir von einem Jahr, dich an Hand nehmen lässt, wo wir beide ständig miteinander verbunden sind, immer dann und so, wie du es brauchst. Also das biete ich nur normalerweise zum Anfang des Jahres an, aber in diesem Jahr, in dieser besonderen Situation, diejenigen, und da gibt es natürlich eine begrenzte Anzahl, nur weil ich da wirklich ganz intensiv mit dir arbeite und wir viel gemeinsame Zeit online und auch offline miteinander verbringen. Und gerade wegen dieser jetzigen Zeit musst du nicht warten bis Januar, kannst du jetzt schon in dieses große Mentoring einsteigen. Da starten wir also in der Tat jetzt im November. Da bekommst du also auch noch 2 Monate von mir geschenkt. November, Dezember. Und wir verbringen 2021 und ganz individuell gehen wir Schritt für Schritt vor, damit du da ankommst, wo du wirklich, wirklich hin möchtest. Ja? Was hält dich jetzt noch davon ab, ein Erstgespräch zu buchen? Es dir zu erlauben, wirklich mal hinzuschauen, damit du die Klarheit hast. Und selbst wenn wir anschließend nicht miteinander arbeiten, weil du dann denkst, die Chemie stimmt doch nicht oder was auch immer, oder kann ja auch sein, dass ich so, ist auch schon passiert, dass ich jemandem kein Angebot gemacht habe von der Begleitung, weil ich einfach im Gespräch schon gemerkt habe, da ist nicht genug Wollen da. Diejenige will nicht wirklich in ein freies Leben. Die will lieber nochmal zurück ins Massenbewusstsein. Da ist auch nichts falsch dran. Aber dann mache ich natürlich auch kein Angebot, dass wir überhaupt gemeinsam arbeiten, egal welcher Zeitraum. Dann mache ich ja nicht mal ein Angebot, um 4 Wochen miteinander zu arbeiten. Wozu? Ja, also das ist schon vorgekommen, nicht oft, aber das ist in der Tat schon vorgekommen, wo ich wirklich gesagt habe, du, ich kann da nichts bei dir fühlen, dass du wirklich in eine andere Richtung gehen willst. Such dir einen anderen Mentor, ich bin da die Falsche, weil wenn wir zusammenarbeiten, dann brauche ich dein Commitment, rein schon mal vom Gefühl her, ich will da jetzt raus, ich will in diese Richtung. Und dann machen wir das Ding auch gemeinsam. Nur ich kann ja nicht für dich machen, ich kann dich nur in die Hand nehmen und mit dir gemeinsam, aber für dich machen kann ich nicht. Okay? Gut, also, Sabine fragt, gibt es eine Aufzeichnung? Ja, dieses Live hier ist noch eine Weile hier in der Gruppe. Also anschauen und nochmal mitmachen und erst Gespräch buchen. Dann kriegst du viel schneller noch Klarheit auf deine Person hin wirklich abgestimmt. Ja, liebe Sabine. Virginia, vielen Dank. Bleibe neugierig auf die Frage, was ist, wenn die Gedankenfarben in Farben kommen? Okay. Gut. So, ihr Lieben, bis bald. Habt eine gute Zeit. Ich freue mich auf die persönliche Begegnung mit dir. Buch dir das Gespräch, damit du Klarheit bekommst und ja, löst dich von dem Gedanken, dass es alleine geht, dass wir es alleine schaffen müssen. Du kannst es viel, viel einfacher haben. Was wäre, wenn du es dir erlauben würdest, mit ganz viel Freude und Spaß sogar ins Mentoring zu kommen,
damit du den November, den Dezember sogar noch geschenkt bekommst und wir ganz intensiv sogar 14 Monate statt 12 Monate miteinander arbeiten. Was ist da alles für dich möglich, das im Feld schon vorbereitet ist, was du bis eben noch gar nicht für möglich gehalten hast? Also, buch dir ein Gespräch, wir sehen und hören uns, ich freue mich auf dich und ja, vielleicht kennst du diese Situation, wo du im Nachhinein gedacht hast, hätte ich doch nur, kenne ich auch nur zu gut, lausche auf den ersten Impuls. Was ist sonst noch möglich für dich? Hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.